Hi, hallo und herzlich willkommen heute zu einem Elektroschraubendreher Teil 2. Ja, ich habe mit meinem Gashirn im Video von letzter Woche vergessen, einen tollen Akkuschraubendreher euch vorzustellen. Einem aufmerksamen Zuschauer ist es aufgefallen, den Plan C. Und deswegen gibt es heute eine Fortsetzung. Ich habe außerdem tolle Kommentare bekommen vom Janus. Auch der Hakan ist auf den Geschmack gekommen und zieht sich meine Videos jetzt rein. Und die sind alle der gleichen Meinung. Und was die mir so noch gedänzt haben, könnt ihr entweder unter dem Video lesen oder ich sag's euch auch nochmal. Wie es genauso aufbaut wie letzte Woche. Über den Ausblick sage ich schon gar nicht mehr so viel. Ja, es geht um Schraubwerkzeuge, elektrisch betriebene Schraubwerkzeuge, mit denen sich filigrane Verschraubungen realisieren lassen. Im Anschluss werde ich dann über die neuen Geräte, die ich gefunden habe, reden, die Pros und Kontras beleuchten und im Anschluss auch wieder die neuen Testergebnisse, die sind hier unter den alten, euch vorstellen und schauen, ob die mithalten können mit denen letzte Woche und ob man hier Konkurrenz zu dem Heavy Duty Professional Go von Bosch haben. Das war's schon einführend soweit. Nächstes Kind abonnieren. Schon ganz losgehen. Die Creme de la Creme, der Schraubendreher liegt auf dem Tisch. Einer davon ist hier der USB 220 von Fessel. Der kommt auch in so einer tollen Verpackung mit einem extra Bit, einem pH-Bit. Ja, ich verstehe nur Chinesisch, obwohl das in Japanisch oben steht. Ja, und die Verpackung ist ganz nice. Den gibt es in zwei Varianten. Einmal in einer kleinen Variante. Wiegen tun sie beide gleich viel, nämlich 165 Gramm. Kosten so um die 50 Euro, wenn man Glück hat. Müsst ihr mal bei eBay gucken, wenn euch dafür interessiert. Ich habe die Links unten rein. Allerdings sind die von Amazon. Und mit dem kann man viermal schneller schrauben, als man das von Hand kann. Außerdem schon mit die Gelenke, haben wir letzte Woche schon gehabt. Es gibt zwei Varianten, wie schon angesprochen. Eine mit 0,4 Newtonmeter, die mit 0,4 Newtonmeter anziehen kann. Und die von Hand bis zu 10 Newtonmeter schafft. Ich glaube, der Sieger letzte Woche in der Kategorie war der Speedy E von Viha. Der kann 8 Newtonmeter und der kann halt noch zwei mehr. Und der verschraubt dann mit 1200 Umdrehungen in der Minute. Und der hier, der verschraubt mit 280 Umdrehungen in der Minute, kann aber 2 Newtonmeter anziehen. Und zwar kann das vorwärts, rückwärts. Der hat hier eine Leuchtdiode. Der hat hier einen Verschlussmechanismus. Ganz edel, wie ich finde, mit diesem eloxierten Aluminium hier und hinten am Griff. Das ist auch, ja, zwei Komponenten. Innen ein harter Kunststoff und außen so gummiert. Very nice. Die haben einen Ionenakku mit 800 mAh. Und ja, eine ganz besondere Ergonomie. Die liegen echt gut in der Hand. Und es gibt von Fessel, die auch nicht elektrisch betrieben. Die habe ich euch schon mal in meinen Japan-Tools vorgestellt. Und zwar gibt es hier einen, der hat einen Ballgrip hier hinten und eine Ratsche. Die kann man in beide Richtungen oder Mittelstellung und nice. Der hat hier auch einen Stubby-Einsatz, wo man auch Bits verschrauben kann von diesem PH2. Es gibt da verschiedene, leider gibt es da keine Wechselklingen, da muss man immer den holen in der Kombination. Aber trotzdem finde ich tolles Teil. Und es gibt einen, und zwar den hier, der kostet so 18 Euro oder so, alle beide, wo man die Bits wechseln kann, wo man hier Wechselbits drin hat. Und da kommt der mit insgesamt drei Stück, ja, PH, PZ und ein Schlitzschraubendreher ist oben auch wieder hier vorne hart und das Geriffelte ganz weich. Pro-Con, ah, Niao, nee, das war wieder chinesisch. Okay, also tolle Geräte und außerdem gibt es von Fessel noch einen kleinen, What's up, Bro, Gucci, Gucci. Ja, das ist der hier, und zwar ist das ein Bithalter von Schlüsselbund. Den kann man hier hinten arretieren und der hat von der Bazooka, auch bei japanischen Werkzeugen, das ist so ein Teil zum Schraubenlösen, jetzt im Moment den Bit hier drin. Ja, und der macht auch was her, und da der ein bisschen größer ist, kann man mit dem tatsächlich auch schon schrauben. Also gut, dann hoffe ich, dass ich es wieder gut gemacht habe und alle Zahlen, Daten, Fakten zu den Fesselschraubendreher euch genannt habe. Ja,
mir gefallen sie gut. Ich habe so einen kleinen Werkzeugkoffer in japanischen, da ist das alles drin. So, und jetzt zu den Neuheiten hier auf der Matte. Der Plan C, habe ich euch schon gesagt, der hat zu mir gesagt, ja, ich habe auch noch einen von Batavia, der ist ganz ähnlich zu dem Westfalia und das ist der eigentliche Preistipp. Ich habe euch ja letzte Woche den Broxon vorgestellt, um die 35 Euro, aber der hier, der Max Grip heißt der, macht 2 Newtonmeter angeblich, kann auch bis zu 10 Newtonmeter festziehen, hat auch 3,6 Volt Akku, macht auch 280 Umdrehungen in der Minute und man kann den 1-2 Stunden aufladen und zwar über einen Micro-USB-Anschluss, so wie den auch. Ja. Und hat auch wieder einen Vorwärtsgang, einen Rückwärtsgang, eine Leuchtdiode und einen Doppelbit mit dabei zur Verriegelung. Und das für 25 Euro. Und ich habe gesehen, der von Westfalia ist nochmal ein Euro günstiger. War auch ein Tipp, stelle ich euch unten rein. Ja, und der Janus, der hat auch noch einen interessanten Kommentar geliefert, der gesagt, schau dir mal den Akkuschraubendreher von Kiprim an, habe ich gemacht. Und das ist mir aufgefallen, der passt farblich ja sehr gut zu dem EMT und dem Ox-Schraubendreher, also abgefahrenes Türkis hat er. Und der soll baugleich mit dem von Works und Stahlwerk sein, kostet auch so um die 30 Euro und kommt mit viel Zubehör und unter anderem so einem flexiblen Bittereinsatz, damit man auch um die Ecke schrauben kann. Und wo ich auf der Suche nach dem Gerät war, ist mir noch einer ins Auge gestochen. Und zwar einer von Black & Decker. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, für den Preis, weil der kostet nämlich nur 35 Euro, wäre der vielleicht in Konkurrenz zu stellen mit dem Bosch Go-Schraubendreher. Und deswegen habe ich mir den auch noch geholt und testet. Und der ist nicht schlecht. Der hat also erstmal ein ziemlich langes Teil. Der hat hier, messen wir kurz, mit dem Adapter vorne 30 und ohne den Adapter 19, weil der besteht nämlich aus zwei Teilen und er hat auch eine Beleuchtung, dieser Adapter da vorne, und wenn man da keine Drehrichtung einstellt, dann ist es quasi eine Taschenlampe. Der hat einen Lichtwellenleiter integriert und dann kann ich hier links und rechts schrauben und das mit bis zu 5,5 Newtonmeter. Behauptet Black & Decker. Das schauen wir uns dann gleich im Test an, ob das auch so ist. Der kommt in einem 21-teiligen Set. Da ist sogar so ein kleiner Vorbohrer mit drin. Ja, also einen kleinen Durchmesser habe ich auch schon mit Bosch probiert. Kann man da auch bohren. Und der kommt in einer tollen Geschenkbox. Ja, der macht 180 Umdrehungen, hat eine 1,5 Amperestunden, 3,6 Volt Batterie mit dabei und ein 400 mAh Ladegerät. Und den bekommt der Uwe Borland von mir, weil der hat mir auch schon zwei tolle Werkzeugvideos gedreht mit seinen massiven Maschinen. Und denke ich, damit kann der was anfangen. Jetzt habe ich natürlich schon verraten, was der kostet. Aber mal ganz schenken Gaul, wisst ihr. Also der liegt auch gut in der Hand. Ist zwei Komponenten. Hier Kunststoff und hinten Gummi. Ja, die Aufkleber sind nicht so schön da aufklebt, aber ich habe sie schon drauf gerubbelt, also echte Handarbeit hier von Uwe. Und vorne hat er halt auch einen schönen Bithalter mit Magnet, der ist allerdings aus Aluminium. Ob man da Heavy Duty damit verschrauben kann, dass da hinten ist einer aus Stahl. Naja, wird sich rausstellen, da kommt den Härtetest. Na gut, und jetzt zum abschließenden Test, den hier, den kennt ihr, das ist der von letzter Woche. Und der hier, das ist der von dieser Woche, halt, so muss ich es machen. Und zwar Fessel, hier die kleine Schraube, haben sie wieder alle versenkt. Und hier, ja, leider der Fessel noch hinter dem von Batavia, deswegen ihr wirklich ein Preis-Leistungstipp hier. Und natürlich der 5 Newtonmeter von Black & Decker, der hat die auch komplett reinballert. Nicht ganz so weit wie der von Bosch. Und trotzdem aber gut. Und der von Bosch, da hätten sie die Leute halt auch immer gewünscht, dass er dann noch einen Verriegelungsmechanismus hat und so eine Ladeanzeige. Ja. Ja, gut. Dann sage ich danke fürs Zuschauen. Lasst mir wieder ein paar Kommentare da. Und dann bis bald.